hinteren Bereich des Saals angekommen, wurde ich stutzig, als ich einen Mann erblickte, etwa in meinem Alter, weitaus fülliger, Brille, lange schwarze Haare, der Anzug abgewetzt. Er kam mir bekannt vor, ohne dass ich ihn hätte zuordnen können. Neben ihm stand mit dem Rücken zu mir eine große Frau in einem äußerst geschmackvollen Abendkleid, von der, ohne dass ich ihr Gesicht sehen konnte, eine besondere Schönheit ausging. Der Mann drehte sich zu mir um, hielt inne, berührte die Frau am Arm und kurz waren unsere sich treffenden Blicke ein gefrorener Kanal. Ich weiß noch, dass ich darüber erschrak und plötzlich eine seltene Unruhe empfand, dass ein Reflex irgendetwas in mir auszulösen versuchte, jedoch keine Konsequenz erreichte, als das kurze Fiepen eines Mikrofons meine Aufmerksamkeit ablenkte und ich mich zur Bühne drehte. Tatsächlich stand dort nun eine mir unbekannte junge Frau mit einem Stapel Moderationskarten in der einen und einem Mikrofon in der anderen Hand, das sie zum Mund führte, um den offiziellen Teil zu eröffnen. Auch das Licht auf der Bühne wurde heller, zeitgleich wurde die Saalbeleuchtung gedimmt, wie im Theater vor dem ersten Auftritt. Die Pailletten ihres Kleides reflektierten das Licht der Scheinwerfer. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich bitte Sie nun zu Tisch und freue mich wahnsinnig, sagte sie feierlich, kam jedoch nicht bis zum Ende des Satzes, weil ein gellender Schrei durch den Raum hallte, der nicht von der Bühne kam, den die Moderatorin jedoch registriert haben musste, denn ihre Rede brach ab. Sie sprach nicht mehr weiter, stockte fragenden Blickes, verstummte mit offenem Mund. Ein Raunen ging durch die Menge. Dann war ein Zischen zu vernehmen und Rauch breitete sich aus oder Nebel. Ich vermutete, eine Nebelmaschine, die zu früh losging, passte dieser dramaturgische Moment doch so gar nicht zur Ansprache an das Publikum. Ich blickte zur Moderatorin, nachdem ich mich verwundert umgeschaut hatte, die Quelle des Stützenschreis nicht hatte ausmachen können, sah ihre Verunsicherung, bemerkte, wie der Bühnennebel die Atmosphäre veränderte, bemerkte auch ihren irritierten Blick, dann eine plötzlich aufflammende Panik in ihren Augen und während ich versuchte, ihrem Blick zu folgen und auszumachen, worüber sie so erschrak, wo sie hinschaute, mehrten sich die Schreie im Raum. Da sah ich den Mann und er starrte. An der hinteren Wand stand er, in einen schwarzen Overall gekleidet, das Gesicht unter einer Gasmaske verborgen. Um den Oberkörper trug er eine schwarze Weste mit waagerechten Rohren daran. In seinen Händen hielt er ein schwarzes Maschinengewehr. Aus meinem rechten Augenwinkel sah ich einen anderen Mann umkippen. Der fallende Mann zog eine schreiende Frau mit zu Boden, außerdem eine Tischdecke. Es schepperte. Der Nebel wurde dichter. Sonst bewegte sich kaum etwas im Saal. Die Menschen schienen wie gelähmt. Sie starrten auf den Mann mit dem Gewehr und der Sprengstoffweste. Es war totenstill. Aus allen vier Ecken des Saals ertönten zeitgleich dumpfe Explosionen. Rauchsäulen stiegen auf, verteilten sich, hüllten schon die Kronleuchter ein und fraßen sich wie blutdurstige Bestien die hohe Saaldecke entlang. Da veränderte sich die Körperspannung des Mannes. Und die umstehenden Menschen, manche waren keine 5 Meter von ihm entfernt, reagierten, brachen aus ihrer Schockstarre aus, wichen zurück, begannen zu rennen, zu stolperten. Auch ich machte einen Satz zurück. Wie ein Lauffeuer ging es durch den Saal, der nun komplett in Bewegung war. Ja, eine menschliche Welle schwappte regelrecht durch die geladene Gesellschaft. Da begann der Mann zu schießen. Ich feuerte Salven in die Menge, ich sah das Mündungsfeuer und das scharfkantige, ohrenbetäubende Knattern des Maschinengewehrs beherrschte mit einmal den Raum. Ich ging zu Boden, duckte mich, krabbelte auf allen Vieren weg vom Lärm, weg von dem Mann, weg von der Gefahr, weg vom Feuer, von den Schüssen, dem Lärm, dem Lärm, dem Lärm. So auch die anderen Menschen, sie wichen zurück, schrien und der Mann lief los, schwang mit der Mündung hin und her und schoss ohne Unterlass. Er flügte durch die fliehenden Menschen und schoss. Ich schob mich hinter einen ungestützten Tisch, die Hände über dem Kopf. Neben mir hatte sich ein Mann zusammengerollt. Ich meinte, einen Schauspieler zu erkennen, kam ich auf den Namen, er hatte sich eingenässt. Lag da zusammengekugelt, ich hielt ihn am Arm, guckte ihn an, kein Blut, keine Verletzung, er lebte. Ich lugte um den Tisch, blickte ins Mündungsfeuer, keine 10 Meter von ihr entfernt, blickte direkt und frontal ins Mündungsfeuer, blickte mich um, sah die Menschen rennen, aufstehen, fliehen. Ich wurde stutzig. Niemand schien getroffen oder verletzt. Nein, niemand war verletzt. Das konnte nicht sein.